Ho, 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 hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu unserem kleinen Feiertags- bzw. Weihnachts-Special. Ich dachte mir, weil heute der 24. ist, können wir mal ein ganz besonderes Video haben, etwas, was etwas anders ist als normal. Wir sind unterwegs mit der Baureihe 01 und N-Wagen. Und zwar das Ganze auf der Maintalbahn und dampfen hier vor uns hin und her und fahren einmal über die gesamte Strecke. N-Wagen, Rotlinge hinten dran, kleiner Dampflok, Sonderzug. Die Fahrgäste steigen gerade ein und aus. Dafür machen wir die Türen einmal auf. Genau. Die Türen gehen aber nicht auf. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir mit der Lok nicht die Türen eigentlich steuern können. Deshalb machen wir das jetzt einfach mal hier manuell, die ersten beiden Türen, falls irgendjemand noch ein- und aussteigen möchte. Genau, wir sind unterwegs in der Baureihe 01, 180-9 dB Ulm, BW Geislingen. Gewicht Lok und Tender 171 Tonnen. Bremsgewichte haben wir da stehen. Wasser in Kubikliter. Kohlevermögen 10 Tonnen. Knorrbremsen. Gestängebauart L 1935. Ja, das ist nicht die wirkliche Baureihe 01. Das ist ein Repaint für die Flying Scotsman. Die meisten von euch werden das schon längst erkannt haben. Aus dem Creators Club. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Aber es sieht hübsch genug aus dafür, dass man es jetzt mal fahren kann. Wir haben ja leider keine deutsche Dampflok. Von daher, warum nicht? Einmal die Türen zu. Einmal diese zu. So, und dann würde ich sagen, Abfahrt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Abfahrt. Dazu lösen wir die Bremse. Einmal hier auf Überlastung. Und der springt dann zurück in Fahrstellung. Die Lokbremse ist bereits gelöst. Signal. Muss ich mal kurz gucken. Signal zeigt Halt an. Auf Signalwechsel warten. Okay, warum? Einmal ganz kurz auf die Karte geguckt, ob da uns noch ein Zug entgegenkommt. Vermutlich ist ja eine eingleisige Strecke. Schauen wir mal. Wo oder wer kommt uns da wie entgegen? Ne, da immer noch nicht. Hier nicht. Der hier vielleicht? Dann, ich würde sagen, wir machen das einmal ganz kurz so. Das Ganze übrigens hier im Freeroam erstellt. Wir setzen uns einen Wegpunkt. Und zwar, wenn wir uns nämlich. Wo war das jetzt? Ich glaube, wenn wir uns hier einen Wegpunkt setzen. Das ist kein gültiger Ort. Hier aber. Das ist auch kein gültiger Ort. Hier? Auch kein gültiger Ort. Warum sind das keine gültigen Orte? Ich habe gerade kurz gedacht, dass wir das vielleicht lösen könnten mit einem Wegpunkt. Können wir hier uns einen Wegpunkt irgendwie setzen? Nee, vielleicht uns hier einen setzen? Nicht erreichbar. Was ist hiermit? Nicht erreichbar. Why? Ich kann doch hier rüber fahren. Der Ort ist doch erreichbar. Oder wo ist das Problem? Moment, wir kommen doch hier von unserem Gleis. Kommen wir doch hier so rüber. Und dann hier rein. Na, dann sind wir auf der Maintalbahn. Das funktioniert soweit. Was ist, wenn wir hier einmal ausweichen? Können wir das? Auch nicht erreichbar. Warum ist das denn nicht erreichbar? Das ist doch erreichbar. Don't tell me no lies, Game. Ich wollte doch nur ein kleines, nettes, spaßiges Special hier hinbauen. Und dann kommt der TSV und sagt einfach nö. Hat einfach keinen Bock drauf. Vielleicht sollten wir erstmal nochmal bremsen. Wisst ihr was? Ich mache einen ganz kleinen Cut. Ich kümmere mich eben um das Problem. Und dann melde ich mich jetzt gleich wieder. Bis gleich. Okay, so, da bin ich wieder.
Also ich habe es noch nicht so ganz gelöst, aber wir haben jetzt erstmal praktisch eine Strecke nur bis hierhin und danach werden wir dort anhalten und da uns weiter einen neuen Weg setzen. So, jetzt können wir die Bremse lösen, Fahrtrichtungswender, den Richtungsschalter in ungefähr 65% vorwärts, damit wir jetzt nicht hier ins Wheelslip geraten. Hier vorne auch schon ICE, der hier steht. Und dann würde ich sagen, Regler öffnen wir. Oh, ja, wir müssen den definitiv ein bisschen zurückstellen, weil uns die Räder durchdrehen. Oh ja, ihr seht es. Gar nicht so leicht. Ja. Was wir hier mal machen, ist Sandstreuer. Jawohl, jetzt geht's langsam. Zylinderhähne schließen wir. Ja, uns drehen immer noch die Räder durch. Gar nicht so leicht. Ja, jetzt geht's langsam. Natürlich fahren wir heute ohne PZB oder sonst was. Eigentlich dürfen wir dann, glaube ich, nur V-Max 50 km/h fahren ohne PZB. Und außerdem müssen wir uns mal hier noch die Lichter setzen. Machen wir mal dreimal weiß vorne. Jawohl, so wie es in Deutschland üblich ist, dreimal weiß. So, dann können wir den Richtungsschalter ein bisschen nach unten setzen, dafür den Regler ein bisschen noch hochstellen. Ja, den Regler wieder runter. Gar nicht so leicht, tatsächlich, diese Dampflok hier zu fahren, bei diesen Bedingungen. Unsere Flying Scotsman, beziehungsweise Baureihe 01, setzt sich in Bewegung, zusammen mit unseren Fahrgästen hier aus unserem Sonderzug. Jawohl. Also eigentlich wäre es gut, wenn wir uns hier vorne hinsetzen würden. Die Frage ist, ah, das geht gar nicht, ne? Also wenn wir uns halt eben hier auf diese Seite setzen. Aber von hier aus können wir leider, wenn wir uns hinsetzen, wir können uns gar nicht hinsetzen auf die Position hier. Wir können die Armlehne ausklappen. Sehr gut. Denn so sitzen wir halt im Grunde genommen auf der falschen Seite. Können natürlich hier so aus dem Fenster schauen, beziehungsweise wir können auch so aus dem Fenster schauen. Das geht auch. Ja, dann machen wir das so. Ja, herrlich. Also ich finde, das ist eine Fahrt, die einer kleinen Special-Folge definitiv gerecht wird. Hier diese Zugkomposition. Kurz kontrolliert, aber ich glaube, die Räder drehen nicht durch. Dann müssen wir gleich anhalten. Weiß gar nicht, was ist V-Max von der Lok? 75 Meilen pro Stunde. Das sind vielleicht so 120 km/h vielleicht. Ich denke mal, ne? 75 Meilen pro Stunde, 120 km/h könnte ganz gut hinkommen. So, 1,5 Kilometer noch. Hier fahren wir vorbei an der Aschaffenburg Hochschule. Sehr, sehr schön. Ist übrigens das erste Mal für mich in der Flying Scotsman. Ich bin die noch nicht vorher gefahren. Wir sind die auch ja noch nie zusammen gefahren. Die Flying Scotsman ist ein Lok-DLC, das für die Strecke East Coast Mainline gekommen ist. Damals basically zum Release von TSW 4. Und wir sind zwar schon mal auf der East Coast Mainline unterwegs gewesen, allerdings halt eben noch nie in der Baureihe 01-Flying Scotsman. Das ist natürlich keine 01, ne, ist klar.
aber ich finde, so diesem Farbgewand, diesem Repaint kann man mehr oder weniger schon sich vorstellen, dass vielleicht, dass es so oder so ähnlich auch ist von Erfahrung her in der 01. So, dann halten wir auch da vorne an. Ja, die staunen nicht schlecht hier am Bahnsteig, ne? Hier so eine Dampflok mal eben vorbeifahren zu sehen. Passiert auch nicht alle Tage. So, und dann halten wir mal vor dem Signal an. Ja, toll, der Wegpunkt ist hinterm Signal. So. Dann gehen wir mal wieder in die Kartenansicht und entfernen mal die Route. Und setzen uns eine neue Route, weil wir jetzt ja schon ein bisschen weiter gekommen sind. Aha, das Signal ist grün. Das heißt also, aus der Gegenrichtung kommt wohl ein Zug. Wer kommt denn da? Ah, okay. Der da kommt. Dann werden wir natürlich auf den warten, bevor wir hier weiterfahren. Und setzen uns dann für hier mal das nächste Ziel. Jawohl. Das passt auch soweit. Dann müssen wir jetzt einmal warten, bis der Gegenzug entgegenkommt. Ja. Schön, schön. Ich muss einmal ganz kurz ein Foto machen. Verzeiht es mir. Aber das sieht doch sehr, sehr, sehr hübsch aus. Einmal das Sichtfeld verkleinert. Und den Fokus nachgezogen. Na, so. Jawohl. Ja, AWS haben wir hier an Bord, aber das ist immer schön. AWS bestätigen, diesen Schalter hier runterdrücken. Aber bringt uns natürlich gar nichts hier auf der Strecke. Können wir auch natürlich anmachen, ne? Oh Gott, ich liebe es. Was ist das für ein schöner Sound? Aber wir machen den wieder aus. Die AWS brauchen wir natürlich nicht. So, den Richtungsschalter legen wir gleich mal schon mal in, ja, so 60% vorwärts. Hier die Katzenklappe können wir auch wieder öffnen. Hoffentlich geht dort keine Katze rein. Zylinderhähne können wir öffnen. Gleich fürs Losfahren. Lokbremse ist gelöst, Zugbremse ist angelegt. Jawohl. Was wir machen können übrigens, was ich super cool finde, ist, wir können hier diese Tür öffnen, diese Tendertür. Aha. Fancy. Wir können hier die Tendertür öffnen und können. Hallo? Achso, ich muss mich ducken. Können dann hier einfach durch den Tender laufen. Können dann hier, und dann können wir hier die Tür aufmachen. Und dann können wir hier vorne theoretisch in die Wagen rein. Machen wir jetzt nicht. Sollte man noch idealerweise nur bei Stillstand des Zuges machen und nicht während der Fahrt. Wir können auch hier die Kohletür öffnen. Hier ist die Handbremse. Hier ist die Schaufel. Hier ist auch ein Regler. Ja, was haben wir noch? Schauglas entleeren. Mach mal. Schauglas entleeren. Können wir mal ins Glas schauen?
Schauglas-Isolierhahn. Sagt uns, glaube ich, irgendwas über den Wasserstand aus. Ist relevant, wenn man sich mehr damit auskennt. So, da ist der Zug. Das heißt also, wir dürften jetzt gleich wohl weiterfahren. Jawohl. Wir haben es gelöst. Fahrtrichtung vorwärts 60% und ganz langsam Leistung aufschalten. Ups, der Sand schleust die ganze Zeit an. Sehr gut. Einmal den Richtungsschalter ein bisschen zurückgestellt. Und Zylinderhähne können wir schließen. Und weiterfahren. Das ist ein bisschen zu viel Leistung. Wir dürfen 60 km/h fahren. Ich lasse mal das HUD immer wieder eingeblendet, weil wir hier natürlich nur die Anzeige mit Meilen pro Stunde haben. Dementsprechend ist das nicht ganz so einfach, das die ganze Zeit dann im Blick zu behalten, wie schnell wir wirklich fahren. Daher brauche ich dann doch das HUD immer mal wieder. Könnte es hier mal entlang der Strecke positionieren und den Zug vorbeifahren lassen. Also wenn das nicht herrlich ist, dann weiß ich es auch nicht. So, wir dürfen sogar 100 fahren. Ich hoffe, man versteht mich halbwegs gut. Es ist recht laut hier auf der Dampflok natürlich. Aber ich denke mal, das geht, oder? Wenn nicht, dann kann ich jetzt auch nichts mehr daran ändern. Kann es sein, dass die Wagenlichter aus sind? Ja. Beim nächsten Halt werden wir irgendwie sind zu schnell. Im nächsten Halt werden wir da uns mal darum kümmern, dass wir auch die Wagenlichter anmachen. Ich weiß gar nicht, ob das geht, ehrlicherweise. Weil ja, also sowas wie so eine Art Zugsammelschiene ja jetzt nicht wirklich existiert mit der Flying Scotsman und den N-Wagen. Also Bremsen scheint zu funktionieren. Die Luftdruckbremse scheint auf jeden Fall zu klappen. Ankuppeln geht auch. Ganz offensichtlich geht das Ankuppeln, ihr seht es ja. Nur ob das mit der Stromversorgung auch funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Dafür können wir den Regler weiter öffnen. So, wir dürfen gleich sogar 120 fahren. Aber wir dürfen sogar jetzt 120 fahren, oder?
dahin eigentlich beschlossen? Ja. So, 110 fahren wir jetzt mittlerweile. Unsere N-Wagen sind doch unfassbar laut, ne? Da muss ich jetzt definitiv doch nochmal ein Foto machen, hier so mit diesen Schneeverwehungen, mit den N-Wagen hier in der Kurve. Also, das ist doch einfach hübsch. So, 114. Gehen wir den Weg lang ein bisschen zurück. Es geht eh bergab, von daher können wir eigentlich den Weg lang mal schließen und einfach mal rollen lassen. Ja, das passt eigentlich. So, jetzt sind wir auf der Ebene. Ihr seht es hier, 0,0%. Schöne Brücke da hinten. So, da leuchtet etwas für uns. Und wir bremsen mal rein. Ankündigung auf 60. Würden wir es selbstverständlich bestätigen, wenn wir eine PZB hätten. Haben wir heute nicht. Müssen uns heute keine Gedanken drum machen. So, bremsen weiter runter. Da vorne gelten nämlich die 60. Und dann werden wir da rechts einmal auf das Gleis geleitet, über die Weiche und halten vor dem Signal an. Und dann müssen wir uns einen neuen Weg nochmal stellen. Also was mir an TSV auch sehr gut gefällt, sind hier diese Spiegelungen. Ihr seht es hier rechts an der Lok. Das sieht auch wahnsinnig gut aus, oder? So, einmal über die Weiche. Dann halten wir da vorne an. Eine kleine Waldstadt.
So, wir steigen einmal ganz kurz aus, weil wir hier einmal die Türen aufmachen. Und dann gehen wir einmal ganz kurz hier zu dem Schaltschrank. Gucken mal, dass wir Zuglichter ein, Wagenlichter ein. Jo, Lichter sind an. Sehr gut. So, möchte niemand ein- oder aussteigen? Sieht nicht danach aus. Dann schließen wir. Achso, wir hätten die Zylinderhähne öffnen müssen. Vergessen. Okay, während die Zylinderhähne offen sind, stellen wir uns einmal einen neuen Weg. Beziehungsweise entfernen diese Route einmal und setzen uns eine neue Route. Mal gucken, ob wir jetzt runterfahren können bis nach Miltenberg. Hier unten. Was mit dem Gleis? So. Wie sieht es jetzt wegtechnisch aus? Rotes Signal. Weil uns da jemand entgegenkommt. Schauen wir mal. Jawohl, da kommt uns einer entgegen. Warten wir mal ab, bis der hier reingefahren ist. Und dann dürften wir bestimmt gleich auch weiter. Müsste jetzt gleich hier um die Ecke dieseln. Ihr seht schon, der Bahnübergang, der blinkt hier. Dürfte also jeden Moment hier auftauchen. Können uns eigentlich hier an den Bahnübergang stellen. Sorry, wildes Kameragefuchtel. So, und dann warten wir mal. Da der Bahnübergang, der hier vorne ist, schon zu. Und dann gucken wir mal, was uns da entgegenkommt. Ich glaube, es könnte ein Dieseltriebzug sein. Kein Triebwagen, sondern ein Triebzug. Ich habe letztens irgendwo den Unterschied mal mitbekommen, ein Trieb. Wagen ist halt tatsächlich sowas wie wie heißt denn hier, dieser Regio-Sprinter, dieser Stadler RS, bla bla bla, der halt wirklich nur ein Wagen ist, das ist ein Triebwagen. Und weil das hier ja zwei Wagen sind, die miteinander mechanisch verbunden sind, ist das ein Triebzug, der uns hier entgegenkommt und kein Triebwagen. 642, Bahnland Bayern-Lackierung. Okay, BU geht hoch. Geht ja auch wieder runter? Ich glaube schon. Müsste ja eigentlich. Weil wir jetzt Signal bekommen, dass wir fahren dürfen. Jawohl. BU geht runter. Das heißt also, wir können vermutlich fahren. Kurz auf Signal geguckt. Jawohl. Das können wir. Ach, ich freue mich immer, wenn es irgendwie funktioniert. So. Einmal den auf Überlastung. Den ein bisschen hochgestellt. Jawohl. Und ganz langsam den Regler geöffnet. Wir sanden immer noch. Zylinderhähne schließen wir gleich. Können uns hier eigentlich an den BU stellen. Nochmal. Und hier dabei zugucken, wie unser Zug hier vorbeidampft. Können da übrigens hier schön den Rauch erkennen von der Pfeife, das hier, ne? Sieht man auch nicht alle Tage hier in kleinen Wallstadt. So, jetzt mal rein in die Lok, denn wir müssten einmal die Zylinderhähne schließen. Dann einmal den Regler runter, den Richtungsschalter runter, sorry. Und dafür den Regler ein bisschen öffnen. Kommen wir effizient auf Geschwindigkeit. 120 dürfen wir dann noch fahren.
was wir mit Effekten machen werden. Schön, schön, schön. Was sag ich, das kann man das öffnen? Nee, das wäre ja krass. Schauen wir mal hier rein, das sieht alles gut aus. Wir haben hier, müssen uns das jetzt einmal hier so vorstellen, dass wir da jetzt einen virtuellen Heizer haben oder eine Heizerin. Das ist jetzt hier nicht in der Simulation mit drin, zumindest hier in diesem in dem Free-Roam-Modus. Ich glaube im Fahrplan, wenn man den tatsächlich auf East Coast Mainline fährt, dann ist das anders. Dann steht da auch jemand, der auch da regelmäßig Kohle nachfüllt. Aber das müssen wir uns jetzt einfach mal vorstellen, dass es so ist, wir haben jetzt einen automatischen Heizer. Ah, gut, wir werden jetzt gerade nicht schneller, warum das denn? Jetzt ein bisschen schneller, aber ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass wir bergab fahren. Die Bremsen sind alle gelöst. Regler vielleicht schließen. Mal auf. Wir werden auf jeden Fall jetzt schneller. Mal kurz hier zum Streckenrand gesprungen und dann können wir hier vorne die Lok wieder uns vorbeifahren lassen. Ja, signaltechnisch passt das alles. Machen auch mit Augen, ne? Sehen sie auch nicht jeden Tag. Hier in Obernburg, Elsenfeld. So, das Signal ist grün. Vorrang. Also wenn man so krass rauszoomt, dann kriegt man ein unfassbares Geschwindigkeitsgefühl, ne? Für mich wieder ein bisschen rein. Thank you.
km/h fahren wir? Also irgendwie kam ich vorhin leichter und schneller auf Geschwindigkeit. Woran liegt das? Hier, bestimmt an den Schaugläsern. So. So. Nein, das ist natürlich Quatsch. Die Schaugläser haben, glaube ich, recht wenig damit zu tun. Das nicht weiter auf die Fahrt. Achso, ich muss die Armlehne einklappen. Ah, schaut euch das an. Das ist cool. Das ist echt smart gemacht. Not gonna lie. So, wir haben gleich 90. Bremsen wir mal ganz langsam runter. So. Gibt's was Idyllischeres, als mit einer Dampflok wirklich durch die Lande zu ziehen? Bei Schnee, bei Eis, bei dieser Kälte, und wir haben hier diesen Dampflok-Sonderzug. Auf so einer schönen ländlichen Strecke. Also da muss ich wirklich sagen, fällt mir kaum etwas ein, was vielleicht mehr Idylle ausstrahlt als genau so ein Bild. Alles grün. Mal vor dem BÜ gepfiffen, auch wenn wir das nicht machen müssen, weil der ja nicht gesichert ist. Das ist nicht gut. Das ist gefährlich. Karl, da können Menschen sterben. Aber das ist zum Glück nicht passiert. Wir sehen auch hier übrigens Schneeflocken, die uns hier entgegenkommen. Oh, das sieht schon interessant aus. So, und dann dürfen wir jetzt auf 720 hoch. Weil hier Züge beginnen und enden können. Das Signal gilt nicht für uns, keine Sorge. Das Schwimmbad, an dem wir gerade vorbeigefahren sind, da wird selbstverständlich keiner bei diesem Wetter schwimmen gehen. Außer vielleicht ein paar hartgesottene. Sonst auch nichts mehr spüren im Leben. Etwas harsche Kurve. Könnte man auch ein bisschen abrunden. Gerade bei so einem Eis. Datumstechnisch,
Wir sehen es leider nicht so, aber es ist tatsächlich der 24.12. eingestellt im Fahrplan. Also man sieht es hier im Hauptmenü 24.12. 15 Uhr. Also passt das eigentlich ganz gut mit dem Veröffentlichungszeitpunkt des Videos. Eine kleine Vorbeifahrt vielleicht machen, hier vorne vom Bahnsteig. Wir sind hier schnell unterwegs. Also auch schöne Lichtverhältnisse gerade, ne? Bisschen bewölkt. Es schneit ein bisschen. Die Sonne geht langsam unter. Und das Wichtigste, unsere Signale sind grün. Schön hier wirklich dieser Rauchwall. Ankündigung auf 60. Wir nehmen den Weg da runter. Auf 0. Und bremsen langsam rein. Ja, ich glaube, das passt ganz gut mit der Bremskraft, die wir haben. Also ein bisschen viel. Wir lösen die Bremse wieder. Und legen sie jetzt nochmal an. So, 60 sind erreicht und wir müssen dann 1,3 Kilometern anhalten. Wo auch unsere Fahrt heute enden wird. Und hinter der Kurve ist Bildberg.
Einmal über die Main drüber. Und dann halten wir da. Halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Und wir halten an. So, das passt soweit. Dass wir den Haltort nicht erreicht haben, ist nicht so schlimm. Ist ja sowieso nur im Freeroam-Modus. Dann, was wir noch zum Schluss machen, einmal wenigstens zum Schluss mal dran gedacht. Wo sind da nochmal die Zylinderhähne? Da, Zylinderhähne geöffnet. Zug eingebremst. So. Lokbremse aktiv. Und machen wir noch die Türen auf. So. Einmal zack. Zack. Müssen halt heute manuell geöffnet werden. Genau. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich hier für euer Zuschauen hier bei dieser kleinen Special-Mitfahrt, die wir heute mal hatten. Heute mal etwas anders, heute mal ein bisschen weihnachtlich alles, heute ein bisschen joach, feiertagsstimmungstechnisch unterwegs gewesen. Und ich hoffe, wir sehen uns aber trotzdem auch beim nächsten Mal, selbst wenn dann kein Feiertag mehr ist. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe, ciao, ciao.